Lass mich eine gruselige Geschichte erzählen. Es war einmal ein kleiner Junge, der hatte eines Tages ein neues Fahrrad bekommen. Er wollte sofort darauf fahren. Das machte ihm so viel Spaß, dass er gar nicht bemerkte, dass die Sonne untergegangen war. Auf dem Weg nach Hause durch die pechschwarze Nacht wurde das Rad langsamer. Die Pedale wurden schwer wie Blei. Als er aufhörte, die Pedale zu treten, rollte das Rad rückwärts. Es schien fast, als wäre das Rad verhext und versuche, ihn ins Verderben zu bringen. Kreis! Der Junge war den Radweg bergauf gefahren. Badum, badum. Es ist schön, dass du meiner Geschichte so aufmerksam gelauscht hast. Ninis, der 03. Recht ohne Übergang, okay. Der 03 enthält Fluch, dass eine schreckliche Attacke, bei der die KP des Opfers verringert werden. Und damit willkommen zurück zu Pokémon Silber. Wir wollen heute noch hier ins Einkaufszentrum von Prismania City. Findest du alles, was dein Herz begehrt. Und danach machen wir weiter mit der Route links. Also ich glaube, man kann da lang, ich weiß nicht. Ich will nichts versprechen. Weil, wenn man die vorletzte Folge gesehen hat, worauf ich anspiele, egal. Dieses Einkaufszentrum gehört derselben Kette an, wie das in Dukatia City. Sie wurden beide zur selben Zeit renoviert. Cool, ist das größte Einkaufszentrum hier in Johto, die beiden? Ah, nicht in Johto, in Johto und Kang, ach egal. Ich bin zum ersten Mal hier, es ist so groß, ich habe Angst, mich zu verlaufen. Naja, deshalb gibt es ja hier einen Fahrstuhl. So, hallo. Hallo, willkommen im Einkaufszentrum von Prismania City. Die Übersicht ist an der Wand. Ja, okay, dann sagt man halt nicht, dann muss ich mal selber lesen. Wo wir gerade sind, Kundeninformationen. Dann geht's hoch zu Zubehör für Trainer, TM-Laden, Geschenkartikel, Drogerie, Spielautomaten und dann, nichts. Okay. So, wo sind wir gerade? Steht das hier? Nützliche Items für Trainer. Zubehör für Trainer, okay. Willkommen, womit kann ich dienen? Was denn so? Aha. Okay, get it. Können wir mal ein paar Überbälle mitnehmen? Brauche ich überhaupt welche? Nein, brauche ich gar nicht. Ich will doch gar keine. Ich brauche keine Bälle. Ich brauche keine Bombe mehr fangen. Ich mache hier kein 100% jetzt gleich raus. Ich mache hier kein geiler Capture. Da guckt ihr die falsch besser. Nee, einfach keinen Bock. Dauert mir zu lang. Mir zu anstrengend. Keine Lust. Vielleicht ein andermal. Aber jetzt nicht. Weil kein Bock. Doch mal hier ein paar Sachen. Weil, warum nicht? Warum denn nicht? Können wir mal machen. Einfach ein paar kaufen. So, jetzt haben wir gar kein Geld mehr. Deshalb brauchen wir jetzt wieder ein bisschen Geld. Können wir was verkaufen? Wahrscheinlich nicht. Aber wir haben noch die Beere, darum muss ich denken irgendwann. Oh, wir haben noch die Überreste. Die können wir jemandem geben. Stimmt. Oh, die sind überall. Automaten. Sehr viel Pokémon-Merchandising. Sehr viel ja, okay. Ich bin erst vor kurzem Trainer geworden. Mein Sohn hat mir dazu geraten, dieses riesige Angebot an nützlichen Items zu überwältigen. Mein Papa hat sich sehr schwer getan, die Bezeichnungen aller Items zu lernen und zu unterscheiden, wann man sie einsetzt. Okay. Ist jetzt nicht so schwer, finde ich. Aber okay, gut. So. TM-Laden, mach deine Pokémon stärker, wenn du Geld hast. Ich hab kein Geld mehr, ich hab alles verbraten ohne Grund. Im TM-Laden erhält man seltene Attacken. Ja, endlich habe ich mein Porygon. Ich bin nicht sehr gut an den Spielautomaten, deswegen habe ich nie genügend Münzen. Was? Das getauschte Porygon hat sich in ein anderes Pokémon verwandelt. Oh, oh, ich habe mein Pokémon getauscht, ohne ihm Upgrade wegzunehmen. Tja. Ich kann mich nicht entscheiden, welches Pokémon diese Therme halten soll. Kenn ich. Ist hier drüben noch was? Ne. Okay, was verkaufen so? Da steht ja nur den Namen für die TMs. Aber steht auch, was sie können. Effekt hängt vom Pokémon ab. Ja, wow! Versteckfeuerattacken, 5 Runden. Eine Runde Schutz. Versteckwasserattacken. Fügt in jede Runde Schaden zu. Okay, jetzt nichts Besonderes. Hätte sowieso genug Geld, aber ist nichts Besonderes. Also wenn man weiß, was man da kauft, wo man
möchte diese Attacke seinem Pokémon beizubringen, dann kann man es ja kaufen. Ist jetzt nicht so meins. Lass Geschenke für dich sprechen. Geschenkartikel. So, Punkt, Punkt, Punkt. Unbekannt dienen, okay. Pokepuppe, Flucht vor wilden Pokémon. Oh, geil. Surferbrief vom Herzbrief. Geil, das wollte ich immer haben. Ja. Das ist der einzige Ort, an dem man einen Herzbrief verschicken kann. Verschicken? Ich möchte hier einen Surferbrief an meine Freundin schicken. Ja, dann mach das doch. Was noch irgendwas? Anscheinend. Drogerie, wo man Drogen kaufen kann. Null. Ich möchte Items kaufen, mit denen der Status meiner Pokémon verbessert wird, aber ich habe nicht genug Geld. Siehst aber aus wie so ein Rich Man. Was kauft ihr denn so? Die X-Items, die ich nie benutze, noch nie benutzt habe und noch nie benutzen werde wahrscheinlich. Und genauso mit den Items, die ich wahrscheinlich immer mal alle verbrauchen sollte. Vielleicht habe ich das schon getan, ich weiß nicht mehr. Ich möchte AP Plus kaufen, damit die AP-Attacken steigen, aber das kann man nicht kaufen. Tja. Es macht Pokémon glücklich, wenn sie Items benutzen dürfen. Allerdings mögen sie manche Items nicht. Ja, das kann sein. Bam, 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 bam. Dachterrasse, Spielautomaten. Och, hier gibt es keine Spiele. Ich wollte doch spielen. Ein Spielautomat mit einem Roulette. Die gibt es schon lange nicht mehr. Ein Automat, hier ist die Anleitung. Ja, aber es ist kein Spielautomat. Das ist nur für Getränke. Ja, wow. Dafür bin ich jetzt hier hochgekommen. Ich kann mich ja nicht mal hinsetzen, weißt du? Die Stühle sind einfach nur so da. Die kannst du dich nicht hinsetzen, warum auch immer. Na komm. Dann möchten wir wieder zum EG. Okay, dann machen wir weiter mit unserem Abenteuer. Ich wollte euch nur das Einkaufszentrum zeigen. So, und jetzt auf zum Fahrradweg. Hoffentlich kann man da hin. Oh, hier oben gibt es auch noch was. Na, dann gucken wir kurz nach. Dann müsste ich halt ganz kurz ein Pokémon holen mit der Schnarrheide. Ja, dann mache ich das kurz und wir sehen uns gleich wieder an der Stelle. So, jetzt wollen wir es nochmal aufbrechen hier. Ja, Profenser einsetzen, bla bla. Rein hier! Was gibt's denn hier? Gras? Was gibt's denn so im Gras? Okay, Ibitak. Cool. Das ist nicht so meins, bei. Radweg! Es geht den ganzen Weg nur bergab und anscheinend können wir entlang. Normalerweise ist nämlich hier ein Relaxo, aber es ist hier nicht da. Cool! Was machst du? Du hast uns früh im Pokémon Blau, soweit ich weiß, Fliegen beigebracht. Am Ende des Radwegs ist Fuchsania City. Ja, danke. Für diesen Tipp bin ich jetzt hierher gekommen. Gibt's wirklich sonst kein anderes seltenes Pokémon? Slimog, okay. Was gibt's hier noch so? Ja, Ibitak, Slimog. Ah, okay. Die kommen anscheinend am öftesten. Okay, hat sich nicht gelohnt. Schade. Gut, dann hol ich kurz Lugia wieder. So, und nun auf zum Radweg. Der Radweg fängt hier an. Es geht nur bergab, darum ist die Fahrt so erfrischend. Dieses Gefühl kann dir kein Schiff oder Zug vermitteln. Ich glaube, wenn man jetzt hier nicht mit Fahrrad hingeht, dann ist man, ja, dann ist man trotzdem auf dem Fahrrad. Man ist hier immer gezwungen, auf dem Fahrrad zu sein. Okay, dann let's go. Und zwar, glaube ich, ist es nicht so? Doch, ist es. Okay, man wird nämlich nach unten gezogen, hier vom Radweg. Jetzt nicht mehr, aber hier, so steil. Und geht hier die ganze Zeit nach unten. Zumindest habe ich immer das Gefühl, dass es steil ist. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Gibt es auch Pokémon und alles. Also Radweg ist eigentlich ein ziemlich großer Ort. Ich glaube, der größte Ort hier im ganzen Spiel, wenn man sagen könnte. Hey, du, bist aus Johto? Ja, das stimmt. Ja, aus Johto, da hast du recht. Weiter, Hannes. Das hat das Mockmock Sprite, haben wir bisher glaube ich auch noch nicht gesehen, oder? Und ich bin gerade einfach dumm. Oh, ich hab Flamesack vorne. Ja, dann müssen wir auch noch leveln. Hab ich halt gedacht. Sind die anderen überhaupt geheilt, Mike? Hast du die anderen überhaupt geheilt? Ich glaube schon, aber hab ich wahrscheinlich wieder vergessen.
Bla bla bla. Bam, das war's, bye. Boah, du legst aber los. Werd nicht frech, du Null aus Johto. Ich Null aus Johto? Wer ist von uns beiden Champ geworden, du oder ich? Ja, Ovo braucht mal ein bisschen mehr Training. Ich weiß gar nicht, ob wir erstmal nach links runterradeln wollen oder nach rechts. Ist eigentlich egal, wir können überall runterradeln. Wir müssen sowieso die ganze Zeit nach oben unten wieder fahren. Es gibt hier überall Trainer und überall was zu erforschen. Hier ist zum Beispiel einer, aber man sieht hier schon. Ich spuck kurz nach vorne. Ne, hier ist nichts. Okay, wir müssen einmal nach links lang, einmal nach rechts lang sowieso. Soweit ich weiß. Also, mein Plan für diese Folge ist es, beide Seiten heute zu schaffen. Damit wir in der nächsten Folge die X-Arena machen können. Hey, wie wäre es mit einem Schnellkampf? Ein Schnellkampf? Hast du denn ein Pokémon oder mehr? Ja, toller Schnellkampf. Drei Pokémon. Ja, okay. Komm, wir machen ihn schnell. Achso. Bam. Bye-bye. Magma. Ach komm, egal. Bye-bye. Aua. Bye-bye. Es funktioniert einfach. Meine Pokémon sind also so gut. Doch, cooler Schnellkampf. Hat mir gefallen. Ups, du hast ganz schön Kraft. Ach echt? Freihändig fahren gilt als cool auf dem Fahrradweg. Ja, mach das mal. Oh, hier können wir rüber. Ja, dann können wir hier mal kurz hochspeeden und nachschauen. Oh ja, ist jemand. Wow, das ist ein tolles Fahrrad. Danke. Du siehst aus wie jeder andere. Deshalb sieht dein Bike genauso aus wie bei jedem anderen. Da wechsle ich tatsächlich lieber auf Gara, Red. Einfach weil ich gerade nicht angeschlagen bin. Vorher hat es geklappt mit Magma, aber jetzt glaube ich, wird es nicht mehr klappen. Deshalb habe ich geswitcht. Ich krieg sowieso ein Level ab. Von da ist es egal. Lass ich aber nochmal hier das gleiche Pokémon hin. Dann spule ich ein bisschen vor. Ja, die Kämpfe sind sowieso langweilig. Es sind sehr, sehr einfache Kämpfe. Es sind zwar hohe Level, aber die sind nur zum Leveln da. Was sehr gut ist, denn wir müssen auf jeden Fall leveln. Ist ja wichtig. Jeden Trainer mitnehmen, wenn es geht. Aber du siehst nicht nur cool aus. Ich sehe zwar cool aus, bin aber schwach, also bin ich nicht wirklich cool. Ich muss Hände trainieren. Oh. Hallo, hier ist Rosa Marie. Wie stehen die Dinge? Willst du kämpfen? Nein, ich bin gerade in Johto. Was will ich mit dir? Woo! Abgebremst mit dem Fahrrad. Wo ist hier noch irgendwer? Nö, hier ist gar nichts mehr. Das war's schon? Dieser viel. Leute, der Fahrradweg ist ja viel kleiner als ich dachte. Wir sind die furchtlosen Helden des Radwegs. Das ist ja wie halb so groß wie sonst normalerweise. Und vielleicht wirkt es nur so, weil gar keine Trainer mehr da sind. Alle weg. Fridolin. Das ist der Einzige, der noch da ist. Fridolin. Mein guter kleiner Fridolin. Komm. Der Erfahrungspunkte. Du Texo. Immer habt ihr Feuer-Pokémon bei euch. Was soll das? Denkt mir dir. Smogmog. Ja, krieg ich trotzdem wanted. Bam, bye. Man sieht sich. Ciao. Ah, Bummelkrach. Okay. Durch rücksichtsloses Fahren passieren viele Unfälle. Bleib locker. Okay. Wir haben auch noch nach unten gedrückt, warum auch immer. Ich weiß nicht, warum man hier nach unten gedrückt wird. Verstehe ich nicht. Aber hier nicht mehr. Radweg, ab hier geht's bergauf. Ja. Und nun sind wir hier in Route 18. Und von Fußball der City geht's nach Fuxian. Der Radweg ist eine schnelle Abkürzung nach Kusmania City. Ich krieg's richtig Flashbacks zu Pokémon Blau, als ich es doch jetzt Blade hatte. Da habe ich diese Route hier gemieden, weil es so viele Trainer schon gab beim Radweg. Was machen wir jetzt? Wow, das war dumm, oder? Na, es geht. Aua. Aua, 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 verpiss dich! Nice. Ich hab's gerisket und es hat geklappt. Uff! Wenn du kein Fahrrad hast, darfst du die Abkürzung nicht benutzen. Tja, da hab ich wohl ein Fahrrad, ne? Und du nicht. Oh, ein Ibi-Tag, Hilfe!
Wenn du nach Pokémon suchst, musst du ins hohe Gras gehen. Ja, das kommt ziemlich spät, dieser Tipp. Sehr, sehr spät. Ich bin schon nach der Story durch. Frank! Ein bisschen spät, Frank. Oh! Wie du aussiehst! Wobei, ich muss kurz dieses nervige Geräusch wegmachen. Hab ich noch Supertränke? Ja, hab ich mir welche gekauft. Alter! Wie du aussiehst! So richtig klein! So klein! Warum guckt das nach unten? Och man, armes Dudu! Was mach ich denn? Das ist sehr viel gegen mich. Ich sollte lieber switchen. Nicht so klug, aber es hat trotzdem gepasst. Dein Urwort ist du halt viel besser als... Oh, oh, ja. Wow, wow. Ach komm. Spam, 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 spam. Oh. Kein, Blutsauger. Spam, spam. Macht gar keinen Damage. Shit. Nein. Tieflette. Aua. Komm schon. Okay, ist tot. Und Level 39! Woo! Okay, ich weiß nicht, aber... Dodri! Links, die Beine sind so richtig kampflustig und der rechts... Nach Hause. Boah, ihr kriegt jetzt aber richtig mit mir zu tun, meine Freunde. Triplette interessiert mich nicht. Donnerschlag interessiert mich aber bestimmt. Okay. Das war's. Yippie. Warum yippie? Da du so stark bist, muss es Spaß machen, gegen dich zu kämpfen. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Aber was ich weiß, ist, dass wir jetzt angekommen sind. In Fuchsania City mit der exakt gleichen Musik. Pop-Arena von Fuchsania City. Leitung Janina. Die giftige Ninja-Meisterin. Ninja-Meisterin. Und wer die originalen Blau-Rot- und was auch immer, Gelb, was auch immer gespielt hat, der weiß, dass hier eigentlich Koga sein sollte. Doch wo ist Koga? Und warum hat sie grüne Haare? Fragen, die wir niemals beantwortet bekommen. Nein, doch, also bei Koga wird sich noch klären. Ich bin Janina. Hokus Pokus. Phoebus. Sie so, jetzt sehe ich genauso aus wie sie. Okay. Was? Das war eigentlich ein Mädchen-Sprite, aber es sah aus wie ein Junge. Keine Ahnung. Hey, du hast einen völlig neuen Pokédex. Hat Professor Eich dir den gegeben? Ja. Ich habe mich in der Pokémon-Arena ganz schön erschreckt. Da waren viele Mädchen, die alle gleich aussahen. Alle gleich aussahen? Aha. Sollten wir die jetzt machen, die Arena? Ich meine, warum nicht? Wir hätten noch genug Zeit, tatsächlich. Mein Großvater besucht meinen Bruder Bill am Cup bei Azuria City. Am Cup. Ich werde diesen merkwürdigen, langsamen Pokémon auf dem Radweg... Was? Ich habe dieses merkwürdige, langsame Pokémon auf dem Radweg gesehen. Ah. Ja, Relaxo. Auf dem Radweg? Da war aber keins. Na egal. Hier ist die Arena. Hey, Champion Spiel. Hallo, seh dich mal um. Alle Trainer sehen aus wie die Arena-Leiterin Janina. Welche davon ist die echte Janina? Oh, interessant. Hier sieht man sogar die ganzen unsichtbaren Wände schon. Das war im Original nicht so, da musste man selber rausfinden. Reingelegt, haha! Ich will sowieso gegen jeden kämpfen. Und so, jetzt will ich mal kurz klären, wer Janina ist. Und zwar war ja vorher eigentlich Koga. Oh, wie sie sah. Cool. Aber Janina ist die Tochter, soweit ich weiß, von Koga. Und Koga ist nun in der Top. Ja, ich glaube, wir hatten sogar gegen Koga gekämpft. Ich glaube, ein bisschen verwirrend so für mich, ich weiß nicht mehr. Aber ich glaube, wir hatten sogar gegen Koga gekämpft in der Top 4. Ja, doch, hatten wir. Sicherlich. Und hier ist halt nur Janina. Ja, die können halt nichts. Jetzt kommt dieser Knoss. Und dann kommt dieser Floor. Und dann habe ich gewonnen. Volltreffer sogar. Ja, easy. Easy! Oh, ich hab verloren. Du bist kein Schwächling. Na, war meine Maskerade nicht perfekt? Ja, ja. Auf jeden Fall. Können wir nicht lang? Nein, hier gibt es nichts. Also müssen wir hier rechts lang. Dann sieht doch schon die unsichtbaren Wände für mich ein bisschen lame. Aber okay. Ich bin Janina!
Woher wusstest du, dass ich die Echte bin? Auf in den Kampf! Das ist sie nicht. Sonst würde jetzt andere Team kommen. Die ist sowieso die letzte Trainerin, die mit dir finden kann. Das ist Cindy. Nido Queen. Will mir den Mittelfinger zeigen. Du bist hin. Ah, komm, hau ab! Nein! Hau ab! Nice. Und Level 40! Nice! Mist, ich wollte gewinnen! Du musst langsam müde werden. Nö, eigentlich nicht. Ich hab nicht zufällig irgendwas für... Doch, ich hab einen Hyperheiler. Perfekt. Ich hab keinen Bock zurückzugehen. Für die Folge will ich das jetzt nicht machen. Aber was ich machen kann, ist einen Supertrank verteilen. Blam. So. Nächster. Hahaha. Du kannst Gift draufnehmen, dass ich Janina bin. Haha, Gift draufnehmen. Versteht ihr, weil die Arena ist eine Gift... Käfer-Arena. Hat der Typ sich gerade wie ein Mädchen verkleidet? Das merkt er selber gerade gar nicht, oder? Denkst du so, haha, ausgeknickt. Ich bin nicht Janina. Ich bin nur ein ganz normaler Camper. Ja, aber... Okay. Weiß ja nicht, wie Janina aussieht. Aber... Bestimmt sehr feminin, oder? Keine Ahnung. Meine Verkleidung hat funktioniert! Nee, eigentlich nicht. Hey, Holzkopf! War deine Verkleidung nicht hübsch? Ja, hübsch. Immer. Ah, warum nicht? Ich weiß leider nicht mehr, wer es war. Entweder hier oder da. Ich rede mal hier. Hehehehe, es tut mir leid, dich enttäuscht zu wissen. Ich mache Witze. Jetzt geht es rund. Ich bin Janina, eine Leiterin von Fuxania City. Ach verdammt, da oben rechts wäre noch ein Normaler gewesen. Den möchte ich noch gleich kämpfen. So sieht Janina aus, so alter sieht sie verkleidet. Nicht lustig. Wir sollten ja größtenteils eigentlich Owut benutzen, außer jetzt bei X-Band ist eigentlich keine gute Idee, Owut zu haben. Weil es klug ist, zumindest Attacken kann, aber wenn ich One-Hit mache, wäre es nice, nicht ganz. Egal, ich hau trotzdem nochmal drauf. Oh Gott, ich schlag. Dich doch mal selbst. Ich schlag dich nicht doch mal selbst. Bitte nicht, danke schön. Und jetzt hau drauf. X-Bad ist Geschichte. Dracula ist er jetzt wieder im Sarg. Lol. Und jetzt kommt Omot. Hey, was soll das denn hier? Das geht mir auf den Zeiger. Aber warte, welchem Level ist das? Wenn das höher ist als meins, gehe ich raus. Nein, ist nicht. Okay. Oh, ganz los. Oh, ein Angriff plus. Aber ich bin nicht mehr verwirrt. Das ist jetzt down. Bye. Das sah wie ein Volltreffer aus, war es wahrscheinlich aber nicht. Und es kann nicht angreifen. Yeah! Bist zu langsam. Oh. Sorry für den kleinen Cut. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Aber wir machen einfach mal weiter. Ganz geschmeidig und normal. One Hit, du bist down. Oh, ich hab kein AP mehr. Hab ich nicht noch AP plus oder so? Irgendwas, nein, hab ich nicht. Shit. Doch hab ich ein Elixier, aber die sollte ich auch sparen. Bitte stimmt. Wow. Jetzt hab ich kein AP mehr. Es war nicht gewollt. Dann halt nicht. Und dann können wir Red einfach reintun. Der muss sowieso noch ein bisschen leveln. War ein bisschen Whirlpool. Ein bisschen Doxin. Geil, dankeschön. Ich krieg die Drachenwut reingedonnert. Und da ist er weg. Nice. Oho, noch ein Level Up. Noch ein Smogmog. Kein Problem. Einfach ein bisschen Surfer Spam. Ich ignoriere einfach meine Lebensanzeige. Ariados. Da können wir gerne auf unser Flamesack rein switchen. Auch wenn der jetzt schon fast Level 50 ist. Egal, wir switchen trotzdem rollen. So, und du bist jetzt down. Bis dann, ciao. Bye, bye. Volltreffer. Du bist recht stark.
Ein klarer Sieg für dich. Nimm ja 10 Seelenorden. Dankeschön. Easy, yeah. Du bist so stark. Ich habe ein Geschenk für dich. Es ist Toxin. Ja, Toxin vergiftet Kinder. Cool, Toxin ist sehr nice. Nutze endlich öfter mal. Kann ich vielleicht auch sogar rein tun? Ich überleg's mir. Ich werde mich jetzt mehr anstrengen und meine Fähigkeiten optimieren. Ich möchte meinen Vater und dich übertreffen. So, gegen dich mich aber auch noch kämpfen. Wie kennst du die echte Arena-Leiterin? Oh, man kann nicht mehr gegen die anderen kämpfen. Oh, mein Pokémon ist vergiftet. Schade. Okay. Aber damit würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich gehe kurz heilen, damit das nicht mehr kommt. Und ja, dann haut rein.